So, das ist jetzt ein Mühleiser-Tabi. Ist es denn jetzt noch angenehm von der Lautstärke? Draghi, du sollst regeln, also mach mal. Gut. Gut, das ist doch fein. Das Spiel kam heute raus. Ich konnte den Download um 6 Uhr morgens starten. Habe ich natürlich nicht gemacht. Hab den heute Mittag gestartet. Und deswegen, wir schauen mal rein. Kommt bestimmt jetzt ein Intro. Ne, erstmal die Daten wählen. Ah, nehmen wir die 1, ganz klassisch. Charaktere hinzugefügt, ja, danke. Skin hinzugefügt, danke. Ja. 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 Summer. Ah, endlich sind wir fertig. Na, danke. So. Wir gehen natürlich ganz klassisch in den Story-Modus. Kannst du mir auch sagen, welchen? 1 oder 2? LOL. Hat das Ding Remote Play? Muss es ja. Dann dürfte es im zweiten auch sein. Ich meine, der hat die Stimme nicht geändert zwischen den Filmen. Ich meine ja, ich meine, Sonic hatte in beiden die gleiche Stimme. Fand auf jeden Fall beide ganz gut. Den ersten noch müh besser, aber... konnte man beide gut gucken. Kriegt das einer hin, mal zu gucken bei Steam, ob dieses Spiel Remote Play hat? Oh, die haben was Neues gelernt. Arschloch. Hui. Da geht's hoch. Ah, geil. Das heißt, theoretisch könnte ich hier irgendwann mal einen mitnehmen. So, wie geht das? Ich habe keinen blassen Schimmer, was ich gerade gemacht habe. Aber es hat funktioniert. Ich habe gerade irgendwie so einen Orangestich in der Cam, ne? Ah, das ist cool. Mit Remote Play. Erzeuge einen Klon. Einmal will ich verfehlen. Okay. Ah. Okay. Ah. Ja, cool. Das heißt, theoretisch kann ich das dann irgendwann mal im Discord mit Draghi und Björn zocken, ne? Draghi wollte ja schon immer mal in Sonic zocken.
Wie funktioniert das denn? Ach so, jetzt komme ich auf die andere Seite, oder? Ach du Scheiße. Ah, da oben ist was. Komme ich da hoch? Wäre möglich. Easy. Ist das ein Leben? Hui, hui, hui. War das das Ziel? Ja, natürlich, Draghi. Also ganz ehrlich, jeder muss mal Sonic gespielt haben. Auch Tabby. Dein Laptop sollte das hinkriegen. Schnell. Ach nee. Nee, nee, nicht sowas. Au. Okay. So, habe ich jetzt alle? Okay. schwierig. Draghi, deswegen sage ich, ich zock das mit euch im Discord Remote Play. Das heißt, ich habe es, lade euch in meinen Remote Play ein und ihr spielt mit. Darum geht's. Da hast du wenigstens mal so, du kommst mal in Sonic rein, weißt du? Darum geht's mir. Und bei Quidditch richtige Teams, weiß ich nicht, ich habe bisher nur das Tutorial gespielt. Und ja, da sieht's bisher danach aus, dass es nicht die richtigen Teams sind. Also Draghi, da habe ich schon mitgedacht. Björn würde sich das auch nicht holen für 60 Euro. Ui! Was bist du? Okay, ich verstehe das Prinzip hier hinter langsam. Mach den Tarzan. Nee, ich war irgendwelche Randoms. Ich habe nur einmal die vier Klassen angetestet, wie die funktionieren. Björn hat sich jetzt einen Key von mir abgegriffen. Und ja, werde ich das wahrscheinlich mit Björn mal reinschauen. Was gab's bei Mario Galaxy auch? Geil! Spring! Hui! Fuck. Das Vieh habe ich nicht gesehen. Hui! Hui! Hu! Oh! Glück im Unglück. Magnet? Was bringt Magnet? Ah. Nein. Sehr ungünstig reingesprungen. Verdammt. Alles klar, Draghi. Was eine dicke Fisch.
Ich werde auf jeden Fall noch ein Video machen, wo ich das hochlade, ja. Einmal bitte den RIP-Counter erhöhen. Danke. Danke, Draghi. Okay. Also ich muss ja schon sagen, das sieht schon echt nice aus, so grafisch, ne? Oh, ich dachte, hier ist ein schöner Stein drin. Ja gut, das kann ich verstehen, Tabi. Das kann ich verstehen. Ich meine, ich bin auch müde. So ist es nicht. Aber andererseits, ich bin halt auch mit der Art von Spielen aufgewachsen, ne? Also aktuell behaupte ich, ich habe den ersten Chaos Emerald nur durch Glück gefunden. Nice, Draghi. Oh, die Dinger werden schwerer. Gut, die erste habe ich. Ah! Nicht die Ausgänge. Das war die zweite. Wie viele waren es? Drei, ne? Da muss ich rein. Hey, na, so. Ha. Hab sie alle drei. Aber kein Perfect Bonus. Heißt, ich habe das noch nicht so ganz raus. Sobald das Ziel kommt, muss ich bestimmt den dicken Fisch platt machen. War klar.
Ah! Ah! Ne, da komme ich nicht hoch. Wie schaffe ich was? Das Problem ist halt, das Level, was da eben war, das ist genauso aufgebaut wie damals in Sonic 1, die Bonus-Stages für die Chaos Emeralds. Das heißt, das Prinzip kenne ich. Nur, dass es damals nicht in drei Etappen aufgebaut war. Verdammt. Nein, da nicht lang. Danke. Das macht dann halt schon einen Unterschied, wenn du das Level-Prinzip soweit kennst, ne? Also wenn du weißt, wie es funktionieren soll. Wieder kein Perfekt-Bonus. So, tatsächlich ging mir das damals auch so. Aber ich bin halt mit der Art Level damals in Kontakt gekommen. Da war ich noch ein kleiner Püppel, ne? Okay, hier habe ich auf jeden Fall nicht den Chaos Emerald gefunden. Es geht. Also bisher ging es noch. Muss halt aufpassen, dass du die Ausgänge nicht erwischt. Egg Robot Version 5 oder was? So, wie funktionierst du? Ui! Ah, okay. Was, gibst schon auf? Fatality, flawless victory. Alles klar, Draghi. Okay, das war's. Ich denke mal, es hätte eine Belohnung gegeben, wenn ich das Richtige da gekriegt hätte. Okay, kein Zeitbonus. Ich war zu langsam. Autsch. Ja.